stimme ich voll zu. Mit allen Verkehrsexperten, mit denen ich gesprochen habe, und das ist ja mein Ressort gewesen die letzten Jahre, halten das nicht für eine Verkehrslösung. Es ist eine touristische Attraktion, wenn man es sich leisten könnte. Das tun wir nicht. Wir brauchen dieses Geld dringend in den Ausbau des ÖVs, wie schon vorher angesprochen.